gibt eine wichtige Information, bevor dieses Video anfängt. Und zwar am 30.04. diesen Dienstag, der kommende Dienstag, ist es endlich soweit, denn Twitch Tape 7 steht vor der Tür. Und es wird Zeit, 20 Songs zu releasen. Wir haben zusammen eine geile Liste ausgewählt und ich freue mich, endlich den Scheiß hochzuladen. Deswegen like mal dieses Video und kommentiert, auf welchen Song ihr euch am meisten freut. Und ich würde sagen, wir sehen uns Dienstag beim Release. Let's fucking go. Hallo YouTube, es ist wieder soweit. Meine Freundin ist da, wie ihr sehen könnt, ist es bei uns immer noch der gleiche Tag. Aber wir haben noch ein sassiges Video für MJ, denn der Vertrag ist immer noch gültig. Und sie will einfach nur mal abchecken. Sie hat das im Video letztes gesehen. Geisteskrank viele Kommentare, immer alle MJ, also kommentieren. Dann denke ich mir natürlich, komm, kommentier mal einfach mal. Hier ist das Video. Bist du bereit? Bin ich das? Perfekt. Ich würde sagen, gehen wir rein. Hi. Wir hatten schon mal die Freude, ich habe dich das mal abgewöhnt. Heute kann ich nicht Nein sagen. Dieses da hinten, das ist das... Das Lego-Ding, was wir haben. Soll ich dir schöne Augen machen? Weißt du, was das Problem ist? Du warst da und ich habe mir bis jetzt keine Gedanken darüber gemacht, was für Wörter ich benutzen würde. Wisst ihr, was wir machen? Wir fangen jetzt einfach nochmal neu an. Okay. So, Musik aus. Okay, wir fangen nochmal neu an. 3, 2, 1. Wollen wir rein, Chat? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wollen wir rein bei ihr? Ja, ist ja geil. Ja, sie ist schon eine geile. Ja, sie ist schon eine... Oh, hi, Denergy. Oha, na? Ich kenne deinen Namen irgendwoher. Was geht ab, Mann? Du machst doch so coole Songs. Oh. Du bist bestimmt gerade einfach so auf Twitch unterwegs. Hast du Bock? Ich würde gerne in einer Stunde einen Song für dich schreiben. Hast du Bock? Lass mich überlegen. Wie ist das nicht? Immer diese Zooms, Alter. Ja! Bist du süß? Ja. Cool. Sie bleibt vielleicht sympathisch. Du aber vielleicht nicht. Bist du glücklich oder vergeben? Ich bin glücklich vergeben. Lass uns raus. Oh, jetzt sie korben weg. Krass, ne? Weil sie uns letztens gekorbt hat. Einfach gehen. Okay, stell mal Fragen. Drei Dinge, die an Männern sehr wichtig für dich sind. Oh, Hände. Ich finde Hände total wichtig. Bro, jetzt wird's wieder... Hast du wohl verkackt. Was soll das denn heißen? Wie findest du eigentlich meine Wurstfinger? Ich habe nichts gegen deine Wurstfinger. Aber du weißt, ich mag es nicht, wenn du deine Fingernägel abknabberst. Und wenn es was spicy sein soll, dann wenn er gut riecht. Warum riechst du an mir? Du riechst gut. Grüße wieder an MJs Mutter. Wir sind ungevögelt. Ich hab dein das so lang wie mein in der Hand und ich. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Ich weiß ja nicht, was du gesagt hast. Lass mich ein an dein Friday. Ich komme vorbei. Baby, du bist high und ich will zwischen dein Bein. Oh Lord. Du verstehst das falsch. Schatz, seht ihr diese Oh Lord. Du kannst dich da nicht rausreden. Doch, es ist, ich will zwischen deinen Beinen. Ja? Oh Lord. Ja. Weil Oh Lord ist eine Krankheit zwischen den Beinen. Und ich bin ja auch, ich habe ja Probetraining gemacht, 3 Wochen bei Massage. Und da hat man die Oh Lord meistens massiert. Und die ist zwischen den Beinen. Mach weiter. Und ich pimmele, 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 pimmele. Soll ich pimmele sagen, oder was? Du bist so lustig. Ist das geil? Und befruchte mich. Los, befruchte mich. Julia, befruchte. Du willst befruchtet werden. Ich glaube, ich habe irgendwas da falsch verstanden. Ich wusste nicht, dass du eine Frau bist. Walla. Okay, so, ich bin bereit. Ich soll es mit Humor nehmen? Oh mein Gott, okay, ich bin absolut ready. Also, falls du denkst, ich bin eine super ernste Person, null. Kannst du ein Disclaimer für meine Freundin sagen, dass wir nur Freunde sind und dass alles Spaß ist? Hallo MJ, ich bin Jules. Ich wollte mich kurz melden und sagen, ich bin auch glücklich vergeben und das ist alles nur Spaß. Wir sind nur Freunde. Ja, hey, alles gut. Ich wusste schon von Anfang an, dass sie sympathisch bleiben wird, aber es kommt ja drauf an, was du machst. Ich habe nur Pimmele, Pimmele, Pimmele gesagt, mehr nicht. Wir kennen uns aus dem Internet und es ist Freitag. Versicherung abgeschlossen. Go, 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 Chat. Hey, mein Julia. Ja, ja, ja. Geiler Beat. Ich hab Angst. Mal kurz stoppen. Also ich finde, das ist einer der geilsten Songs. Also sehr, ich stehe immer, wenn wir Reggae machen, habe ich immer Bock drauf. Wieso releasest du nicht einen richtigen Reggae-Song? Wieso machst du nicht einfach Go? Lass mich ein an dein Friday. Ich komme vorbei. Baby, du bist high und ich will zwischen dein Bein. Oh Lord. Nenn dich nicht Baby, sondern Nonne. Meine Finger wiegen mindestens eine Tonne. Friday, ja, ich weiß, du hast Zeit. Springst du für mich in dein Nonnenkleid? Oh mein Friday, auf dem Boot sind wir high. Meine Weste ist weiß, denn ich lass alle Sünden gerne daheim. Du 1,80 und ich bin doppelt so klein. Wie mein Pillermann, wie kann das nur sein? Oh Mama. Aber immerhin, du disst dich selber, ist okay. Willst du jetzt zugeben, dass ich einen kleinen hab? Können wir weitermachen, bevor ich weine? Meine Schwellkörper wie Stepmamas. Dein Body ist ein Mörder wie ein Bad Drummer.
Du bist kacke in Games, aber lustig. Ja. Ich wollte ein Date, aber mein... Ich dachte, du findest mich lustig. Ich finde dich auch lustig. Ach, Schatzi. Ach, Mann. Meine Finger sind leider zu wurstig. Ja, das wusste ich. Also gib mir eine Kurzfrucht. Ja. Julia, befruchte mich aus deinem Mund. Was ist eine Kurzfrucht? Es ist da ein Rat von ihr und dann sagt sie zu Leuten, dass sie eine Frucht sind und ich war eine Kurzfrucht. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich mach weiter einfach. Mach den nackten Mann. Oh! Spar dir das Grinsen. Okay. Hör auf zu lachen, denn heute ist Friday. Ja, ich weiß, du hast Zeit. Springst du für mich in dein Nonnenkleid? Denn am Friday, auf dem Boot sind wir high. Meine Weste ist weiß, denn ich lass alle Sünden gerne daheim. Du 1,80 und ich bin doppelt so klein. Wie mein Pillermann, wie kann das nur sein? Umarme meinen Schwellkörper wie Stepmann. Was lachst du? Mama, stopp! Warum lachst du genau an dieser Stelle immer? Was soll der Scheiß? Ich habe mich gefragt, warum du dich selber so runterredest. Du bist doch gar nicht so klein. Ihr habt's gehört! Okay, mal weiter. Julia, dreh dich an dein Befruchtungstag. Dreh dich an dein Befruchtungstag. Es ist Honey, 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 Honey Friday. Honey, 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 Honey Friday. Es ist Honey, 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 Honey Friday. Und ich komm vorbei. Ja, ich weiß, du hast für mich Zeit. Ich muss einmal ganz kurz ja. Chris loben. Es sieht echt so aus, als wäre das so voll der Summer-Vibe. W. Chris. Wie geil ist das? Was macht ihr da? Ja, am Ende habe ich verkackt. Das hat man jetzt nicht gesehen, dass ich dann am Ende verkackt habe, weil er verkackt hat. Und dann habe ich mich nicht nur abgefuckt, weil ich mich verkackt habe. Obwohl am Ende die Szene da war und habe ich einfach verkackt. Und deswegen haben wir gedacht, dass er verkackt hat. Und dann haben wir einfach nur verkackt. Aber geiler Song. Holy shit. Holy moly. Alter, Denergy. Was sagt man jetzt? Ich kann nur sagen, danke. Holy moly. Lassen wir unkommentiert. Hey, vielen Dank. Mega. Hornyfriday.mp4. Lass mich unkommentiert. Ey, MJ. MJ made dich bei mir. Oh. Oh Gott, das habe ich deine Freundin angemacht, ne? Was passiert jetzt? Okay. Darf ich es mir nochmal angucken? Nein. Hä? Wer war er denn am Ende? Das wusste ich selber nicht, dass das kommt. Ja, Chat, ey, W ist in den Chat. Hat dir das Video gefallen? War auch jetzt nicht so schlimm, ne? Sag mal ehrlich. Also zwischen den Beinen hier, bla. Das ist die einzige Stelle eigentlich, wo ich dachte so, Ja, was ist da auch jetzt so schlimm? Dann hast du kurz dein Geschlecht vertauscht. Genau, kurz Geschlechtsverkehr und dann war's das auch. Dann hast du schlecht geredet. Was? Aber sie, wie gesagt, ist eine sympathische. Ich habe gar nichts gegen sie. Ja. Gegen dich ein bisschen. Ja, verstehe ich. Würde ich auch haben. Aber dann war es wieder okay. Aber ich muss sagen, der andere war nicer. Wenn ihr wissen wollt, ich einen anderen wie meinen, ist oben der Link verlinkt, wo ihr noch eine Folge mit MJ sehen könnt. Ich habe ihn nicht vergiftet. Lasst ein Abo und Follow und einen Kommentar da, wenn ihr MJ nochmal sehen wollt. Sonst wird sie wieder eingeschlossen. Was? Dankeschön fürs Zugucken.